Opa Wutz bastelt immer irgendetwas in seinem Schuppen. Ich schätze, es macht ihn glücklich. Schaut mal her. Oh! Ich nenne es Modell 1. Es ist mein erster selbstgebauter Spielzeugflieger. Pipafieder. Schorsch liebt Spielzeugflieger. Kann es auch fliegen, Opa? Natürlich. Passt mal auf. Die Landung ist der schwierigste Teil. Das ist der beste kleine Flieger aller Zeiten, Opa. Er könnte noch besser sein, wäre er nur größer. Darum habe ich diesen gebaut. Modell 2. Boa! Immer schön langsam. Ja, wie ich schon sagte, landen ist das Schwierigste. Sehr schön, Opa. Das wäre ja dann ein für alle Mal erledigt. Und da du ja jetzt einen großen Flieger gebaut hast, besteht keine Notwendigkeit, noch einen zu bauen, richtig? Nein, Oma Wutz. Weißt du was? Ich hätte so gern ein Glas Orangensaft. Gute Idee, Opa Wutz. Will sonst noch jemand Saft haben? Ich gerne. Dann gehe ich mal hinein und hole uns etwas zu trinken. Dann bis später. Pippa, und vergiss nicht, auf Dolly aufzupassen. Ja, mach ich, Oma. Tschüss, Oma. Gut, jetzt kann ich euch zeigen, woran ich gearbeitet habe. Das ist Modell 3. Boah. Ja, es ist größer und besser. Es hat sogar einen eingebauten Pilotensitz. Da könnten wir doch Schorsch reinsetzen. Nein, das erscheint mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Oh. Darf ich vorstellen? Dein Kürbis. Opa Wutz, das ist der größte Kürbis auf der ganzen Welt. Das ist schon möglich. Aber wie sollen wir einen so großen Kürbis denn bloß zur Spielgruppe bringen? Einen Schritt nach dem anderen, Oma Wutz. Erstmal müssen wir aus dem Kürbis eine Laterne machen. Oh. Deshalb höhle ich diesen Kürbis jetzt erstmal aus. Und jetzt schneiden wir das Gesicht hinein. Und mit einer Kerze bringen wir ihn zum Leuchten. Wunderhübsch. Und jetzt tragen wir die Kürbislaterne ins Auto. Der Kürbis ist sehr, sehr schwer. Also, damit haben wir Schritt 1 geschafft. Der Kürbis liegt nicht mehr im Gewächshaus. Kommen wir zu Schritt 2. Wir heben den Kürbis ins Auto. Der Kürbis lässt sich nicht anheben. Siehst du, er ist viel zu groß. Er ist nicht zu groß. Wir könnten nur etwas Hilfe gebrauchen. Hallo, Frau Mümmels Hubschrauber-Rettungsservice. Frau Mümmel, könnten Sie uns bitte retten kommen? Es geht um meinen Kürbis. Bitte kommen Sie schnell. Bin schon unterwegs. Alle Kinder haben ihre Kürbislaternen zur Spielgruppe mitgebracht. Herzlich willkommen zum Kürbiswettbewerb. Wenn alle Teilnehmer da sind, können wir anfangen. Peppa ist nicht da. Oh, aber wo steckt sie denn? Frau Mümmels Rettungshubschrauber ist bei Opas Gewächshaus angekommen. So, wer muss denn hier gerettet werden? Mein Kürbis! Wir müssen ihn nämlich rechtzeitig zum Wettbewerb in die Spielgruppe bringen. Alles klar. Alle an Bord. Passt auf, wo ihr hinfahrt. Immer die Augen und die Ohren schön offen halten. Und stopp! Gut gemacht, Kinder. Also, stellt euch vor, ihr fahrt auf eurem Fahrrad und plötzlich steht ein Fußgänger direkt vor euch. Was würdet ihr tun? Ich würde ganz laut klingeln. Ganz genau. Mit der Fahrradklingel signalisierst du den anderen, dass du kommst. Wollt ihr mir denn alle mal zeigen, wie gut ihr im Klingeln seid? Ich hab keine Klingel. Ich hab eine Hupe. Eine Hupe ist genauso gut wie eine Klingel. Magst du mit deiner Hupe vielleicht mal ein kleines bisschen tuten, damit wir... Fein! Das sollte ausreichen, um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen.
Nun kommen wir zur letzten Aufgabe. Wohin geht er denn? Polizeiwachtmeister Panda fährt für eure nächste Übung den Hügel hinunter. Polizeiwachtmeisterin Eichhorn, bitte melden. Ende. Hören Sie mich? Ende. Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Die Polizisten haben Funksprechgeräte. Bin auf Position. Ende. So, wenn ich jetzt gleich pfeife, fahrt ihr bitte alle den Hügel hinunter und benutzt eure Bremsen, damit ihr unten nicht mit Polizeiwachtmeister Panda zusammenstoßt. Okay. Sie sind unterwegs. Ende. Ich sehe Sie kommen. Ende. Das habt ihr alle sehr gut hinbekommen. Sind Sie bereit für Madame Gazelle? Ende. Schicken Sie sie runter. Ende. Ich denke, das ist eigentlich nicht nötig. Ich bin Lehrerin und müsste eigentlich nicht mehr... Antipas! Ohren und Augen offen halten! Ohren und Augen offen halten! Jawohl! Juhu! Ah, das war Spaß! Klingeln Sie! Oh ja, klingeln! Hui! Surfen ist ja wohl das Beste überhaupt! Das stimmt. Surfen ist das Beste überhaupt. Achtung, fertig, los! Hui. Hui. Schorsch will auch surfen gehen. Tut mir leid, Schorsch, aber du bist noch ein bisschen zu klein zum Surfen. Die Wellen sind jetzt für Peppa und Katinka zu heftig. Oh, dann gehen wir jetzt nach Hause? Machen Sie Witze? Das sind die perfekten Wellen für erwachsene Surfer. Guck, so geht richtiges Surfen. Juhu! Diese Wellen sind traumhaft. Wow. Katinka, wo ist dein kleiner Bruder? Der ist bei Mama da draußen. Macht Spaß, Konrad. So, Freunde, jetzt sind Sie dran. Dankeschön, aber ich möchte lieber zuschauen. Herr Woods, warum versuchen Sie es nicht mal? Warum nicht? Macht bestimmt Spaß. Oh, die Wellen sind futsch. So ein Pech, Herr Woods. Jetzt haben Sie die Gelegenheit verpasst, heute auch zu surfen. Oh, das ist schade. Aber jetzt ist es genau richtig für Schorsch zum Planschen. Ich gehe mit dir rein, Schorsch. Wenn wir schon nicht surfen können, kannst du wenigstens auf meinem Bauch sitzen. Schorsch liebt es, bei Papa Woods auf dem Bauch zu sitzen. Leute, schaut euch mal diese Welle an. Oh weia, das ist eine Riesenwelle. Papa, da kommt eine Riesenwelle an. Welle, Welle, Papa Woods. Hörst du das? Welle, Welle, eine Welle, Welle. Die winken uns, Schorsch. Komm, wir winken zurück. Opa Woods bleibt allein zu Hause. Das ist eine Konservendose. Um das Essen rauszukriegen, brauchst du das hier. Das ist ein Dosenöffner. Ich weiß, was das ist, Oma Woods. Wenn du dir ein Ei kochen willst, füllst du zuerst einen Topf mit Wasser, ja, dann... Ja, ich weiß. Oma Woods! Hallo, meine Kleinen. Wir bringen den Einkauf. Musst du nicht zum Flughafen, Oma Woods? Oh ja, am besten rufe ich ein Taxi. Taxizentrale? Hallo, Oma Woods. Ich möchte zum Flughafen, bitte. Natürlich. Steigen Sie ein. Dankeschön. Papa, können wir Oma zum Abschied noch winken am Flughafen? Okay. Wiedersehen. Tschüss. Sie müssen zum Flughafen, oder? Ja. Und ehrlich gesagt haben wir es ein bisschen eilig. Eilig hier, eilig da. Warum sind die Leute bloß immer in Eile? Oma Woods darf den Flug nicht verpassen. Sie fliegt nämlich in den Urlaub. Urlaub? Ich habe nie Zeit für Urlaub. Dafür habe ich immer zu viel zu tun. Frau Mümmel, hatten Sie nicht letztens erst frei, als Sie krank waren? Ja. Das Taxi ist am Flughafen angekommen. Wiedersehen, meine Kleinen. Auf Wiedersehen, Oma. Wiedersehen.
Peppa und Schorsch winken Oma Wutz zum Abschied. Da kommt Herr Wolf. Taxi. Steigen Sie ein. Wiedersehen, Herr Wolf. Peppa und Schorsch lieben es zu winken. Wiedersehen. Papa, wie kommen wir jetzt nach Hause? Mit dem Taxi. Oh, es ist fort. Und Sie waren im Urlaub, oder? Ich bin sehr müde von der Reise. Wäre es Ihnen recht, wenn wir nicht plaudern? Plaudern? Ja, die Leute plaudern heutzutage sowieso viel zu viel. Schnatter, schnatter, schnatter. Bla, bla. Manche Leute können stundenlang reden, ohne Luft zu holen. Meine Schwester zum Beispiel. Hallo, Taxizentrale? Hey, Diddle, Diddle, die Katz und die Fiedel. Über den Mond springt die Kuh. Da lacht der Hund, es rennen im Nu. Teller und Löffel davon. Der Teller rennt mit dem Löffel davon und die Kuh springt über den Mond. Es ist ja verrückt. Wer wie jetzt? Ich kenne ein Lied über eine Maus. Magst du es vorsingen, Freddy? Ticke die Tacke die auf. Die Maus rennt die Uhr hinauf. Die Uhr schlägt eins. Die Maus rennt davon. Tickidi-tackidi-dong. Oh, dieser Reim macht mehr Sinn als der von eben. Mäuse rennen nämlich sehr gern herum. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, in dem Zahlen vorkommen. Hervorragend. Wendy, bitte steh auf und sing es uns mal vor. 1, 2, 3, 4, 5, ich hatte mal beim Fischen Glück. 6, 7, 8, 9, 10, schmeiß ich den Fisch in den Teich zurück. Warum hast du das getan? Weil das Fischchen beißen kann. Nein, nein, das kann nicht sein. Doch in den kleinen Finger rein. Oh, der arme kleine Fisch hatte große Angst. Es war sehr nett, ihn wieder freizulassen. Madame Gazelle? Ja, Pedro? Ich mag Robin Hood. Okay. Und kommt Robin Hood auch in einem Kinderlied vor? Ja, Robin Hood hatte einen Hut. Er machte niemals Quatsch und er liebte Matsch. Das war sehr gut, Pedro. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, bei dem man marschieren muss. Dafür müssen wir aber rausgehen. Zum Beispiel, wie viele Kinder sind nötig, um Madame Gazelle hochzuheben? 100! 100! Das habt ihr jetzt alle nur geraten. Und was ist die Lösung? Keine Ahnung, aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich! Oh. Ich kann sie alleine nicht heben. Madame Gazelle ist zu schwer für ein Kind. Versuchen wir es mal mit 2 Kindern. Hauch! Sie ist wirklich sehr schwer. Auch 2 Kinder können Madame Gazelle nicht hochheben. Probieren wir es mal mit 3 Kindern. Hauch! Hurra! Man braucht 3 Kinder, um Madame Gazelle hochzuheben. Und das war jetzt Wissenschaft. Das macht Spaß. Dann probieren wir ein 2. Experiment. Ja! Baut doch mal einen Turm aus Bauklötzen. Ja, sehr gut. Aber der Turm sieht ein bisschen wackelig aus. Oh. Was könnten wir tun, damit er weniger wackelt? Die großen Bauklötze kommen nach unten und die kleineren obendrauf. Fantastisch! Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Machen wir noch mehr Experimente? Aber ja. Wer verrät mir sein Lieblingsspiel? In Matschepampepfützen herumspringen. Und was brauchen wir, um eine Matschepfütze herzustellen? Erde und Wasser. Erde und Wasser. Miteinander vermischen und fertig ist die Matschepampe. Peppa, bitte teste die Pfütze. Die Pfütze ist zu trocken. Wir brauchen also noch mehr Wasser. Bitte spring noch einmal, Peppa. Die Pfütze ist genau richtig. Groß und matschig. Und Matschepfützen herzustellen ist ein bisschen so wie Beton zu mischen. Wow. Wollt ihr mitfahren? Ja, bitte.
Warte. Okay, hüpf rein. Wow! Hier unten ist es so bunt wie ein Regenbogen. Das sind Korallen. Korallen bestehen aus ganz, ganz vielen winzig kleinen Tieren. Oh. Und dieses Korallengebiet hier ist tausende Kilometer lang. Wir nennen es das Great Barrier Reef. Und meine Arbeit ist es, die Korallen zu beschützen. Können wir ein paar Korallen mit nach Hause nehmen? Tut mir leid, Pepper. Wir dürfen gucken, aber wir dürfen nichts berühren. Wenn sich jeder Besucher was mitnehmen würde von den Korallen, dann wären bald keine Korallen mehr da. Wir dürfen niemals, auf keinen Fall, irgendetwas von hier unten mitnehmen. Aha! Guckt mal, kleine Fische. Das sind Clownfische. Clownfische? Die sehen wirklich lustig aus. Guck doch mal da. Ein großer blauer Seestern. Und da ist ein kleiner roter. Und ein stacheliger grüner. Was ist das? Eine Wasserschildkröte. Oh! Hallo, liebe Frau Schildkröte. Wie schön, Sie hier zu treffen. Da könnt ihr mal sehen, was ich für ein Glück habe, in so einem tollen Büro zu arbeiten. Guckt! Eine kleine Brücke, genau wie in eurem Aquarium. Ja, du hast recht, Peppa. Hier ist es fast wie in dem Aquarium. Aber es gibt natürlich keine Schatztruhe. Hast du was entdeckt, George? Sieht aus wie eine Schatztruhe voller Goldmünzen. Wow! George hat eine Schatztruhe gefunden. Ich sag doch, Papa, hier ist alles ganz genau wie im Aquarium. Ja. Das viele Gold muss ja ein Vermögen wert sein. Ich glaube, da komme ich dran. Da ist Mr. Kartoffel. Herzlich willkommen in Baggerlande. Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr. Hier ist die Sandbaggerstation. Oh! Pepper und George, rauf mit euch. Mama und Papa Wutz, sie müssen strampeln. Oh! Also, ihr füllt jetzt diesen großen Eimer mit Sand. Das macht Spaß. Sehr gute Arbeit, Kinder. Und jetzt drehen wir den Eimer um, Klopfer obendrauf und voilà! Hurra! Peppa und George haben eine große Sandburg gebaut. Können wir zur nächsten Station gehen? Das ist die Gabelstaplerstation. Stapelt die bunte Würfel zu einer Mauer! An die Arbeit, Mama! Jawohl, Peppa! Schneller strampeln, Mama! Ich strampel schon so schnell, wie ich kann, Peppa. Noch ein Würfel. Fertig. Eine echte Mauer. George fährt einen Abrissbagger. Oh je, George hat Peppas Mauer abgerissen. George, du freches Schweinchen. Hoho, erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So macht das Baggerland erst Spaß. Das ist ein Greifarmautomat. Was kann man denn damit machen? Ich hoffe, er funktioniert ohne Strampeln. Mama und Papa Wutz, bitte strampeln. Oh. Peppa und Schatz, holt euch mit der Greifarm einen schönen Preis. Wie kann er denn dann so groß sein? Ich bin groß, weil ich eine Giraffe bin. Ich bin größer. Oh nein, bist du gar nicht. Wart's mal ab. Man misst bis zu den Ohrenspitzen. Oh, zählen die Ohren auch? Gerald Giraffe ist der Größte. Oh, ich möchte auch so groß sein wie Gerald. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Alle gehen in den Garten. Komm, wir spielen Verstecken. Okay. Eins, zwei, während drei, Peppa bis zehn zählt, müssen sich die anderen verstecken. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Aufgepasst, ich komme jetzt. Hab dich, Gerald.
Oh, mich hast du nicht gefunden. Mich auch nicht. Und mich. Und mich. Und mich. Ich werde immer zuerst gefunden. Ich bin so groß. Oh, es macht keinen Spaß, wenn man so groß ist. Ich muss mich beim Reden zu allen runterbeugen. Ja, ich muss mich auch immer zu Schorsch runterbeugen. Hallo, Schorsch. Wie ist es denn so, wenn man klein ist? Jetzt spielen wir Ball. Ja! Vielleicht mache ich später mit. Gerald Giraffe möchte nicht spielen. Er ist traurig. Fang auf, Klausi. Fang auf, Pedro. Fang, Pepper. Oh! Der Ball hängt oben im Baum fest. Ich komme nicht dran. Lass mich mal versuchen. Oh, der ist zu hoch. Was sollen wir tun? Wir fällen den Baum. Nein! Ich komme mit meinem Rüssel dran. Nein, doch nicht. Wenn nicht mal Emily mit ihrem Rüssel drankommt, kriegen wir unseren Ball niemals wieder. Was machen wir nun? Wir fällen den Baum. Nein! Es muss doch jemanden geben, der groß genug ist, um an den Ball zu kommen. Gerald! Was? Du kannst den Ball holen. Du bist doch so groß. Ich kann's probieren. Oh, Frau Mümmel, bitte kommen Sie rein, kommen Sie rein. Hallo allerseits. Hallo, Königin. Wir machen heute einen Ausflug nach London. Wir haben gehofft, Sie könnten uns sagen, was wir uns anschauen sollen. Ich kann sogar noch mehr als das. Schließlich ist London meine Stadt und ich kenne sie sehr gut. Ich werde euch höchstpersönlich durch die Stadt führen. Hurra! Am allerbesten schaut man sich London aus einem Doppeldeckerbus an. Oh. Herr Busfahrer, würden Sie uns bitte mal Ihren Bus leihen? Mein Bus leihen? Soll das etwa ein Witz sein? Nein, ich bin Ihre Königin. In diesem Fall, Eure Majestät, gehört der Bus Ihnen. Wenn die Königin etwas von einem will, sagt man nicht nein. Alle einsteigen auf das Oberdeck. Im Bus gibt es eine Treppe. Ganz oben hat der Doppeldeckerbus auch noch Sitze. Hier spricht die Königin. Ich bin heute eure Stadtführerin. Erster Halt, Big Ben. Dieser hohe Uhrenturm heißt Big Ben. Eigentlich heißt nur die große Glocke Big Ben und nicht der ganze Turm. Du weißt aber viel für einen kleinen Elefanten. Ja, ich bin ein Schlauberger. Oh. Das ist aber laut. So hört sich Big Ben an, wenn er uns sagt, wie viel Uhr es ist. Er hat dreimal geläutet, also ist es 3 Uhr. Und wenn er jetzt 6-mal geläutet hätte, wäre es dann auch 6 Uhr? Ganz genau. Und wenn Big Ben jetzt 100-mal geläutet hätte? Dann wäre er wohl kaputt. Jetzt geht es weiter. Nächster Halt, Tower Bridge. Wir müssen die Brücke überqueren, um unseren Ausflug fortzusetzen. Stopp! Hier geht's gerade nicht weiter. Schaut, da ist ein großes Schiff. Du hast deinen Text ja hoffentlich gespeichert, oder? Nein, das habe ich nicht getan. 40, 90, 10, Millionen, 112. Das war toll, Schorsch. Du hast den höchsten Punktestand aller Zeiten. Wo ist mein Text? Ist der gelöscht? Oh, da ist er ja. Schnell. Speichern, schließen, senden. Puh. Ist alles gut mit deinem Text, Mama? Ja, Pepper. Aus meinem Text wird jetzt ein richtiges Vorlesebuch. Oh, ein echtes Vorlesebuch? Nicht nur ein Vorlesebuch, sondern ganz viele Bücher und die werden in ganz vielen Bücherläden verkauft. Boah. Mama, kannst du uns deine Geschichte vorlesen? Ja, ich lese sie euch und euren Freunden sogar morgen in der Spielgruppe vor. Mama Wutz besucht die Spielgruppe. Sie hat für jedes der Kinder ihr neues Buch mitgebracht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um uns Ihr neues Buch vorzulesen, Mama Wutz. Das ist sehr aufregend für mich. Diese Bücher sind so neu, dass ich noch nicht mal selber reingeschaut habe. Kinder, Mama Wutz hat für dieses Buch sehr hart gearbeitet. Deshalb hören wir jetzt alle höflich zu, selbst wenn es nicht so gut sein sollte. Ich danke Ihnen. Es geht um eine Zwiebel. Oh!
Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kaspar. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 5. Oh! Der Rest der Geschichte ist eine lange, lange Zahl. Ich verstehe die Geschichte nicht. Das habe ich nicht geschrieben. Was heißt 4, 7, 6, 8? Das ist der Punktestand bei das lustige Hühnchen von Schorsch. Oh, der Punktestand ist hoch. Aber wohin ist meine Zwiebelgeschichte verschwunden? Es tut mir leid, Kinder, aber ich kann euch die Geschichte leider nicht vorlesen. Oh. Zur Ritterburg geht's da entlang. Dort werden sie von einem Ritter in Rüstung erwartet. Hallo. Es ist Herr Löffel. Er trägt eine Ritterrüstung. Unsere Burgführung beginnt hier. An der Kanone. Oh. Vor langer Zeit hat man mit dieser Kanone schwere Kanonenkugeln hoch in die Luft geschossen. Papa, feuert er wirklich die Kanone ab? Nein, das wäre ja gefährlich. Also feuern wir die Kanone ab. 5, 4, 3, 2, 1, Feuer! Das war fast auf unser Auto. Wie gesagt, Auto abstellen auf eigene Gefahr. Und weiter geht's mit der Führung. Freuen Sie sich auf die Geheimnisse der Ritterburg. Und genießen Sie ein echt mittelalterliches Festmahl. Oh, ein richtig mittelalterliches Festmahl. Das klingt ganz köstlich. Und dann kommt der Drache. Hier ist der königliche Thronsaal, wo König und Königin ihren Platz hatten. Oh. Möchtet ihr euch mal hinsetzen? Schorsch kann König sein und ich bin eine strenge Königin. Tu dies, tu das. Eure Majestäten, darf ich die Führung fortsetzen? Ja, dürfen Sie. Wir werden nun durch einen Geheimgang gehen. Aber dafür müssen wir diesen Geheimgang erstmal finden. Normalerweise können solche Geheimgänge mit einem streng geheimen Knopf geöffnet werden. Ich glaube, dieser rote Knopf ist es nicht, George. Das wäre zu offensichtlich. Oh! Ja, der Knopf war eher leicht zu finden. Das macht Spaß! Der Geheimgang führt direkt in den Speisesaal. Wow! Das muss das mittelalterliche Festmahl sein. Ja, und es sieht wirklich köstlich aus. Das ist ja alles aus Plastik. Das war gut, Kinder. Ich habe tolle Bäume auf Bergspitzen gesehen. Und jetzt hören wir uns mal diese Musik hier an. Und welche Bilder fallen euch dazu ein? Denkt daran, eure Fantasie zu benutzen. Ich weiß es. Pedro? Ist die richtige Antwort ein Kirschbaum, der seine Zweige auf einer Bergspitze wiegt? Mhm, aber diese Musik war viel schneller, findest du nicht? Dann ein Kirschbaum, der seine Zweige schnell wiegt. Klausi? Mich erinnert die Musik an eine Marschkapelle. Das war sehr gut, Klausi. Hört zu, diese Musik hat einen Rhythmus, bei dem man immer aufstampfen muss. Alle holen sich jetzt ein Schlaginstrument aus dem Musikwagen. Ihr seid jetzt eine Marschkapelle. Ihr marschiert und schlagt im Takt auf eure Trommeln. Das reicht. Ihr seid wundervoll marschiert, Kinder. Hat's euch Spaß gemacht? Ja, danke. Die nächste Musik ist ein kleines bisschen anders. Denkt daran, ihr sollt aufmerksam zuhören und überlegen, was ihr dabei fühlt. Ich glaube, das ist Weltraummusik. Es ist eine außerirdische Party. Ah, was stimmt mit diesem Apparat nicht? Roboter aus der Zukunft. Hallo, ich bin ein Marsmensch. Ich bin ein Roboter, ich bin ein Roboter. Sing, zum, sing. Das ist die beste Musik von allen. Hör zu, ich glaube, der Apparat ist kaputt. Nein. Oh. Und jetzt sagt mir, was fühlt ihr, wenn ihr diese Musik hört? Ich fühle mich etwas gelangweilt. Peppa und Schorsch kommen wieder nach Hause. Mama, das Schuldach ist undicht.
Schon wieder? Tatsächlich, Liebes? Ja. Madame Gazelle sagt, die Reparatur kostet eine Menge Geld. Das kann ich mir vorstellen. Sie hat gefragt, ob eine Mama oder ein Papa aus einem Flugzeug springen würde. Ich hoffe, du hast nicht gesagt, dass Papa Wutz das machen würde. Du weißt, er hat Höhenangst. Aber du hast keine Höhenangst, oder, Mama? Ich hab da kein Problem. Gut. Oh, tausend Dank, Mama Wutz, dass Sie für uns aus dem Flugzeug springen würden. Was? Sowas habe ich noch nie gemacht. Es wird schon gehen. Denken Sie daran, es ist für die Kinder. Oh, wenn das so ist, tue ich es natürlich gern. Ein Hoch auf Mama Wutz! Heute ist der Tag von Mama Wutz' Fallschirmsprung. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen will. Ist alles für einen guten Zweck, Mama Wutz. Aber woher soll ich wissen, wie man aus einem Flugzeug springt? Keine Sorge, Sie bekommen vorher alles erklärt. Hallo, Mama Wutz. Herr Löffel ist der Fallschirmsprung-Trainer. Dies hier ist ein Fallschirm. Der hilft Ihnen, durch die Luft zu schweben, wenn Sie gesprungen sind. Sollte ich das mal üben? Was üben? Springen? Warum nicht? Sie sind ein Naturtalent. War das alles? Ja, Sie sind jetzt bestens trainiert. Hurra! Alle an Bord! Ich bin immer noch ein bisschen besorgt wegen dieses Sprungs, Papa Wutz. Wird schon werden, Mama Wutz. Ich begleite dich nach oben. Viel Glück, Mama! Keine Angst, Mama Wutz. Denk dran, du trägst doch einen Fallschirm. Ja, Papa Wutz. Oh, wir sind ja schon ziemlich hoch. Oh! Nein, Papa, das ist überhaupt nicht gut. Pepper, was genau, sagte Madame Gazelle, sollt ihr tun? Wir sollen unserer Fantasie freien Lauf lassen. In meiner Fantasie stelle ich mir eine riesige Burg für mich vor. Und sie soll so riesengroß sein, dass ich sogar darin wohnen kann. Ich verstehe. Na gut. Bei Familie Locke ist Frühstückszeit. Madame Gazelle hat gesagt, du sollst einen richtigen Feenpalast bauen? Ja, mit allen kleinen Einzelheiten. Entschuldigung, aber ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Es geht um ein Bastelprojekt. Ja, ja. Danke. Aber es sollte eigentlich klappen. Genau so soll meine Burg aussehen. Nur viel, viel größer. Wenn sie so groß werden soll, sollten wir besser Zement nehmen. Nein, Papa Wutz. Wir brauchen nur einen Pappkarton, der groß genug ist. Haben wir denn einen so großen Karton? Nein. Paketzustellung für Herrn Wutz. Ich erinnere mich gar nicht, etwas so Großes bestellt zu haben. Ah, es ist nur die neue Glühbirne. Warum braucht man dafür denn so eine große Verpackung? Soll ich den Karton wieder mit zurücknehmen? Oh, ja, vielen Dank. Nein, Papa, wir brauchen den Karton. Guck, ich habe einen Karton. Dann ist die Burg ja fast fertig. Hurra! Hurra! Sie ist noch gar nicht fast fertig. Wir müssen sie noch bekleben, anmalen und den Glitzer. Glitzer? Hallo? Hallo, kann ich bitte mit Pepper sprechen? Pepper, es ist Luzi Locke. Hallo, Luzi. Wie läuft es denn bei dir mit dem Bastelprojekt? Ich komme ganz gut klar. Mami, das muss spitzer und noch etwas größer. Und wie geht es mit deiner Burg voran? Die macht richtig viel Arbeit. Aber meine Mama und mein Papa helfen ein klitzekleines bisschen mit. Und jetzt werden sie gefüttert. Pinguine fressen gern Fisch. Oh! Ich finde, Pinguine können ganz schön gut fangen. Und watscheln. Und sie schwimmen gern. Wenn ihr durch die Glasscheibe guckt, seht ihr, wie gut die Pinguine tauchen können. Oh. Die können wirklich sehr gut schwimmen. Ja, deshalb haben wir so ein schickes Becken für sie angeschafft. Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Krokodil, und vielen Dank, Herr Löwe. Gern geschehen, Frau Antilope. Gazelle. Oh, natürlich, klar, Gazelle. Welches Tier schauen wir uns denn jetzt an? Ich kann es schon sehen. Es ist sehr groß. Es ist eine Giraffe. Ja, das ist mein Papa. Er ist hier Tierpfleger im Zoo. Hallo, ich bin Herr Giraffe. Hallo, Herr Giraffe.
auf was für ein Zootier passen Sie denn auf? Vielleicht könnt ihr das erraten. Schaut mal, da ist ein Netz. Es ist bestimmt ein sehr wildes Tier mit Flügeln. Ich glaube, es versteckt sich und beobachtet uns. Und plötzlich schlägt es zu. Oh, Schmetterlinge! Herr Giraffe passt auf die Schmetterlinge auf. Werden die Schmetterlinge jetzt auch gefüttert? Ja, die Schmetterlinge holen sich alles, was sie brauchen, aus diesen Blumen. Es ist faszinierend, dass sie allein von den Blumen leben können. Ach, könnte ich mich auch nur von Blumen ernähren. Ja. Das ganze Gerede über Essen hat mich richtig hungrig gemacht. Mich auch. Dann ist wohl jetzt für uns Fütterungszeit. Was gibt's denn heute zum Mittagessen, Herr Löwe? Da habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Einen Apfel, belegte Brote und Saft für alle. Lauter Dosen mit Picknick drin. Haut rein, alle Mann. Herr Löwe liebt die Fütterungszeiten im Zoo. Alle lieben die Fütterungszeiten im Zoo. Willkommen an unserem Picknickplatz. Mit unserem ganz besonderen Picknickbaum. Es ist der einzige Baum hier. Boah, ist das heiß. Haben Sie vielleicht ein bisschen Wasser? Aber klar, wir brauchen alle Wasser. Wasser ist sehr wertvoll hier draußen im Outback. Also nicht... Erfrischend kühl. Verschwenden. Papa, du sollst es trinken und nicht damit rumspritzen. Ah. Schon okay. Jetzt machen wir ein schönes, traditionelles australisches Picknick. Das klingt wunderbar. Sollen wir Holz für das Lagerfeuer sammeln? Wir brauchen kein Holz. Wir haben doch Gas. Herr Känguru hat einen Gasgrill. Wenn wir zu Hause picknicken, kommt uns immer Frau Ente besuchen. Also hier kommt uns Frau Ente sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Oh. Da kommt ein Schnabeltier. Uns kommt immer Frau Schnabeltier besuchen, wenn wir hier draußen ein Picknick machen. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Hurra! Peppa liebt Maiskolben. Alle lieben Maiskolben. Jetzt könnten wir etwas spielen. Gute Idee. Ich habe einen Cricketschläger. Oh, spielt ihr hier in Australien auch Cricket? Ob wir Cricket spielen? Wir sind die geborenen Cricketspieler. Kick-Kick. Und wie spielt man das? Man schlägt den Ball mit dem Schläger. Ah. Wenn er gefangen wird, ist man raus. Fertig, Papa. Du bist raus, Papa. Haha, du bist dran, Peppa. Guter Schlag, Peppa. Oh weh, der Ball ist im Baum gelandet. Hier gibt es weit und breit nur einen Baum. Und unser Ball steckt mittendrin. Wenn ich dich hochhebe, Peppa, kannst du den Ball vielleicht holen? Ein Teddybär hat unseren Ball gefunden. Das ist kein Teddybär, Peppa. Das ist ein Koala. Danke, Kumpel. Das ist das süßeste Tier, was ich je gesehen habe. Hast du denn einen Ball? Nein. Das macht nichts. Wir nehmen einfach unseren als Ob-Ball. Fang, Klausi! Jetzt schieße ich ihn ganz weit. Uff. Oh, hallo zusammen. Da kommt Luisa Löffel. Hallo, Luisa. Wir spielen gerade mit unserem neuen als Ob-Ball. Aber Klausi hat ihn weit weggeschossen. Oh, ich kenne auch ein Als-Ob-Spiel. Ihr müsst raten, was ich bin. Du bist ein Hase. Nein, ich tue so, als ob ich was anderes wäre. Bist du dann ein Esel? Nein. Bist du ein flauschiger Elefant? Nein. Eine Mondrakete? Nein. Ich glaube, dieses Spiel dauert mir echt zu lange. Frag mich, ob ich groß bin. Bist du groß? Nein, warte, ich helfe euch. Ich bin ein Gemüse. Hast du nicht einen besseren Tipp für uns? Fragt mich, ob ich eine Möhre bin. Bist du eine Möhre? Ja. Hurra! Schorsch kommt auch zum Spielen. Schorsch, du tust so, als ob du etwas anderes bist und wir müssen alle raten, was. Ein Dinosaurier. Das war zu einfach, Schorsch. Denk mal dran, was es alles gibt auf der großen, weiten Welt. Schorsch denkt nach. Ein Dinosaurier. Hallo zusammen.
Da kommt Pedro Pony. Was spielt ihr gerade? Wir haben ein Als-ob-Ratespiel gemacht. Ich glaube, das ist jetzt schon vorbei. Was würdest du denn gerne spielen, Pedro? Ich möchte gerne in Matschepfützen rumspringen. Ja! Kommt, wir suchen uns Pfützen. Oh, hier sind gar keine Pfützen. Ohne Regen keine Matschepfützen. Dann tun wir so, als ob es regnet. Es regnet, es windet, klatsch und klatsch, der Regen fällt, didli didli di. Können wir nicht mit den Rollern zur Spielgruppe fahren, Papa? Gute Idee, etwas Übung kann ja nicht schaden. Hurra! Achtung, fertig, los! Hui. Jetzt wartet doch! Bis später, Mama Wutz! Ja, bis später! Peppa und Schorsch fahren mit ihren Rollern zur Spielgruppe. Brumm, brumm, brumm! Hui. Nicht so schnell! Komm schon, Papa! Papa kann nicht so schnell! Wartet auf mich! Peppa und Schorsch sind bei der Spielgruppe angekommen. Wiedersehen, Papa. Wiedersehen. Tschüss. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ich wünschte, ich hätte ein paar Räder unter den Füßen. Moment mal, ich habe ja Räder. Hui! Das macht Spaß. Papa Wutz, ja. Gefällt das Rollerfahren? Brumm, brumm, jee! Papa Wutz, du fährst ja auf Peppas Roller. Ja, Rollerfahren macht so viel Spaß. Du solltest es auch mal probieren. Peppa und Schorsch malen Bilder in der Spielgruppe. Madame Gazelle, wir sind heute mit den Rollern zur Spielgruppe gefahren. Das ist schön, Peppa und Schorsch. Dann malt doch mal alle ein Bild davon, wie ihr heute zur Spielgruppe gekommen seid. Also, ich bin Fahrrad gefahren. Wie schön. Ich bin zu Fuß gekommen. Das tut gut, an der frischen Luft zu laufen. Mein Opa hat mich mit dem Laster hergefahren. Brumm, brumm, brumm. Ganz herrlich. Ein Boomerang? Boomerangs sind etwas ganz Besonderes. In Australien gibt's die seit uralten Zeiten. Wow, danke schön, Katinka. Was macht man denn damit? Wir spielen, werfen und fangen. Wie mit einem Ball? So ähnlich. Nur wenn du einen Boomerang wirfst, kommt er zu dir zurück. Das geht doch gar nicht. Ich sag doch, dass das nicht geht. Du musst ihn noch fester werfen. Schorsch, probier du's doch mal. Oh, es funktioniert nicht. Ihr werft ihn einfach nicht richtig. Wirf ihn doch mal ganz fest. Was? So vielleicht? Passen Sie auf! Wow. Ja, ich hab ihn! Der Boomerang ist wieder zu Peppa zurückgeflogen. Was hast du da? Das ist ein Boomerang, Papa. Ah, ja. Du musst ganz feste werfen, dann kommt er wieder zurück. Herr Wutz, ich zeig Ihnen das mal. Schauen Sie her. Eins, zwei, drei, los! Und wann kommt er zurück? Oh. Haltet die Augen offen, Kinder. Wir müssen den Boomerang wiederfinden. Ich fürchte, wir haben ihn gefunden. Hallo? Das ist Herr Wallaby, der nächste Nachbar von Herrn Känguru. Hallo, Herr Wallaby. Ich habe gerade die Kinder gezeigt, wie man Boomerang wirft. Tut mir leid mit Ihrem Fenster. Kein Problem, Kumpel. Was ist schon eine kaputte Fensterscheibe unter Freunden? Herr Wallaby ist ein sehr netter Nachbar. Passen Sie nächstes Mal besser auf. Danke. Wie ich schon sagte, so einen Boomerang muss man richtig feste werfen. Gut. So etwa? Sehr gut, Papa! Das ist Herrn Löffels Karottenbeet. Denkt daran, Kinder. Der Osterhase ist sehr scheu und wird nicht kommen, wenn wir hier sind. Warten wir lieber unten. Luisa Löffels Haus ist unter der Erde.
Luisa, hast du den Osterhasen eigentlich schon mal gesehen? Nein. Aber der Osterhase ist doch ein Hase. Ja. Und du bist auch ein Hase? Ja. Wie sieht der Osterhase aus? Ich glaube, er sieht so aus wie ich, nur etwas größer. Ich glaube, der Osterhase hat einen Raketenrucksack. Ja, er ist ein Superhase. Und ich glaube, der Osterhase hat einen Zauberstab. Ich glaube, der Osterhase ist riesengroß, damit er ganz viele Eier herumtragen kann. Nein, der Osterhase ist doch unsichtbar. Was? Unsichtbar heißt, dass man ihn nicht sehen kann. So was Dummes. Oh, jemand versteckt ein Ei. Es muss der Osterhase sein. Ich wünschte, wir könnten den echten Osterhasen sehen. Vielleicht können wir ihn ja sehen. Durchs Fenster. Ja! Oh, ich kann ihn nirgendwo entdecken. Ich glaube, wir werden den Osterhasen nie sehen. Denkt daran, Kinder, nicht gucken. Entschuldigung, Mami. Hallo zusammen. Oh, hallo, Papa Löffel. Was machen die Karotten? Welche Karotten? Die Karotten, nach denen du sehen wolltest. Oh, denen geht's gut. Papa, hast du den Osterhasen gesehen? Nein, aber ich glaube, der Osterhase war mittlerweile auch bei uns. Meinst du, die Kinder können schon anfangen, Ostereier zu suchen? Oh ja, ich denke schon.